Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Wir sprechen heute mal über Finanzen und über Geld und was sich in Bezug auf Finanzen und Geldfluss in Zukunft ändern wird und ändern darf, weil nämlich auch die spirituelle Sicht, also die energetische und somit die emotionale, eine ganz große Wichtigkeit erlangt. Weil wir nämlich in der Vergangenheit Geldgeschäfte häufig aus dem Gefühl der Angst, sprich Mangel, also aus dem Ego, haben wir diese Geschäfte getätigt. Und in Zukunft wird es aus der Seele, aus der Liebe stattfinden. Und da ist dann natürlich das so, als würden zwei Welten aufeinander prallen. Und das ist vieles, was jetzt, fühlbar schon ist für mich, aber vielleicht auch noch nicht so sichtbar, weil wenn ich jetzt irgendwie einen Geldschein habe, ja, dann sieht der ja immer ganz normal aus wie ein Geldschein und kein Mensch beachtet die Energie, die hinter dem Geld steckt, beziehungsweise mit welcher Energie das Geld informiert wurde. Und je nachdem kann Geld eine positive, aber auch eine belastende Wirkung haben. Und es ist so spannend, sich die Energien anzuschauen, die hinter dem Geld stecken. Nicht immer nur das Materielle zu sehen, weil wenn wir jetzt Geld haben, ja Summe X oder Immobilien, dann gucken wir immer auf den materiellen Wert. Und nicht auf den emotionalen. Und deswegen, das ist sehr, sehr wichtig, immer zu gucken, wo kommt das Geld her und aus welchem Gefühl wird es mir überreicht, aus welchem Gefühl heraus gebe ich Geld, aber auch, und das ist total wichtig und spannend, das sich im Hinterkopf zu behalten, es war ja in der Vergangenheit so, dass viele Menschen ausgebeutet wurden und ein paar kein schlechtes Gewissen hatten, dies zu tun. Menschen wurden ausgebeutet, die Natur wurde ausgebeutet, auch um an Geld zu kommen. Und die Menschen, die das Geld bekommen haben, haben sich gefreut und gesagt, oh ja, hier, ich kann Menschen unterdrücken, ich kann die Familie, die Natur ausbeuten, ja, Familie auch, ja. Werde jetzt hier reich und kann mir mein Reichtum anhäufen und ich bin abgesichert im Außen, ich bin reich, ich bin vermögend, ich bin wohlhabend, ich habe ausgesorgt. Ja, so war häufig die Denkweise, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Es war sehr verstandesorientiert und es war immer aus dem Gefühl der Angst, des Mangels. Weil nur der Mangel, nur die Angst möchte Besitz anhäufen, weil die Liebe weiß, es ist immer genug vorhanden. Wenn ich was habe, gebe ich es her und dann kommt wieder was nach. Ich muss nichts anhäufen, ich muss mich nicht absichern, weil die materielle Absicherung nur die innere emotionale Instabilität kompensiert. Und in dem Moment, wo ich in mir stabil bin, abgesichert, brauche ich diese Absicherung nicht mehr im Außen. Aber um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was mit den Menschen passieren wird, die andere ausgebeutet haben. Schaut mal, es ist folgendermaßen, wir Menschen denken immer in unseren weltlichen Gesetzen. Wenn ich klaue und nicht erwischt werde, dann freue ich mich. Weil ich sage, ich werde nicht bestraft. Man hat mich nicht erwischt. Ob bin ich intelligent? Das sind aber nur die weltlichen Gesetze, die wir berücksichtigen. Und die universellen Gesetze sind aber die Gesetze, die wirklich wirken. Alles, was vom Menschen erschaffen wurde, kann und wird bis zu einem gewissen Punkt zusammenbrechen, weil es keinen Bestand hat. Das wurde aus Köpfen erdacht. Und das sind häufig Gesetze, die uns Menschen Sicherheit und Halt und eine Richtung geben, aber nicht im Universum wirken. Was aber wirkt, sind die universellen Gesetze. Also auch wenn Menschen zum Beispiel in der Vergangenheit andere beklaut haben und damit weggekommen sind, kommt irgendwann der Tag X, wo der Ausgleich kommt. Alles
holt und sucht sich irgendwann den Ausgleich in die eine Richtung und in die andere. Und jetzt kann man sich ausrechnen, was passieren wird mit Menschen, die in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten erwirtschaftet haben, mehr und mehr angehäuft haben, sich dachten, mir kann ja nie was passieren, weil ich bin ja abgesichert. Und dabei aber vergessen, dass es die äußere Absicherung ist und dass die Seele aber nicht, also das nicht aus der Seele kam, sondern eben aus dem Verstand. Und alles, was aus dem Verstand kam und nicht aus der Seele, wird sowieso wegbrechen. Auch Geld, auch Firmen, wirtschaftlich. Also Menschen, die sich aus dem Verstand und aus den Ängsten, also aus den Gefühlen der Angst und des Mangels was erbaut haben, das wird keinen Bestand haben. Das wird in sich zusammenstürzen, früher oder später. Und dann haben die Menschen die Möglichkeit, das zu tun, was die Seele möchte. Deswegen, jeder, der ein Unternehmen oder sonst was hat und es nicht mit dem Herzen macht und nicht für einen guten Zweck, nicht zum Wohle des Ganzen, zum Wohle der Allgemeinheit und auch nicht zum Wohle der Natur. Es wird nicht überleben können aus meinem Gefühl heraus. Und man muss sich aber keine Angst machen, weil das die Möglichkeit ist, endlich glücklich zu werden. Wenn der Ballast wegbricht, weil diese erschaffenen Werke aus der Angst, aus dem Mangel heraus, die wir Wirtschaft nennen und Firmen, auf die wir stolz sind, das ist Ballast, den wir uns aufgebaut haben. Energetischer, emotionaler Ballast. Nicht nur, weil Verantwortung dran hängt, eine Firma zu leiten, sondern weil auch die Energie des Mangels und der Angst in diesen Gebäuden, in diesen Firmenstrukturen abgespeichert ist. Und diese Energie wirkt auch und gerade auf den, der dort involviert ist. Und wenn diese Energie, die wir bisher noch bewundern und sagen, ach, guck mal, Firmenunternehmer oder Unternehmerin oder was weiß ich, große Imperien, wow, wie toll, hätte ich auch gerne. Es ist nur so lange toll, wie man es nicht fühlt, was dahinter steckt. Ab dem Tag, wo das Ganze fühlbar wird, die ganzen Objekte, die aus dem Mangel erbaut wurden. Ab diesem Tag werden die Menschen an diesem Ballast zusammenbrechen. Und ich möchte es jetzt nicht, möchte jetzt bitte keine Angst erzeugen. Ja, das hört sich immer so dramatisch an und das ist es auf der einen Seite auch, aber ich möchte einfach Themen ansprechen und aus meinem Gefühl heraus reden, ohne Angst zu erzeugen. Weil das ja alles, egal wie es kommt, einen tiefen Sinn hat und gut ist, wie es ist. Ich möchte nur darauf vorbereiten und dass jeder für sich, der vielleicht noch denkt, oh, das hätte ich auch gerne, sich vielleicht denkt, oh, zum Glück ist es bei mir vielleicht doch anders. Weil ab dem Tag, wo uns unsere materiellen Dinge und erschaffen Errungenschaften und das, was wir erschaffen haben, wo wir spüren, dass wir mit allem verbunden sind und wir den Schmerz spüren, der darin steckt, spüren wir, was es für eine Last ist, die wir tragen. Alles, was wir erschaffen und erbaut haben, ist Last, ist Ballast. Und wenn dieser Ballast einstürzt und von uns genommen wird, ist es eine Erleichterung. Und das merkt man erst dann, wenn man Dinge weggibt. Aus diesem Grund habe ich zum Beispiel auch meine Wohnung verkauft, die ich vor, oh, lasst mich lügen, 15 Jahren oder so gekauft habe und sie passt energetisch nicht mehr zu mir. Deswegen hat man mir mein Gefühl gesagt, Daniela, gib die weg. Was ich gehört habe, war, oh, das ist doch deine Absicherung. Und ich so, nein,
Die Wohnung belastet mich. Ich liebe die Wohnung, aber sie ist Ballast. Ich kann es euch nicht beschreiben. Ich fühle das. Natürlich gucken die mich alle an, als hätte ich einen an der Klatsche, aber ich kann das fühlen. Ja, deswegen gebe ich auch ganz viel materielle Dinge gerade her und auf, weil ich spüre, dass sie mich belasten, weil sie energetisch nicht mehr zu mir passen, weil sie niedriger schwingend sind als ich aktuell, weil ich meine Schwingung mehr und mehr erhöhe. Und die Objekte haben noch die niedrigere Schwingung und ich kann das nicht alles reinigen. Es passt einfach dann nicht mehr zu mir. Und dann gebe ich das Ganze weiter mit und aus der Liebe. Und deswegen kann ich nur jedem den Impuls geben, das zu tun, zu fühlen, wie viel Ballast und Schmerz häufig in den ganzen Objekten steckt, nicht nur Objekten, in der ganzen Materie, die uns umgibt. Und es wird jetzt mehr und mehr fühlbar werden, weil die Gefühle aktiviert werden. Und da kommen erstmal die, die uns eben belasten zum Tage, also zum Vorschein. Und um jetzt nochmal auf das Thema Ausbeutung zurückzukommen, all die, die ausgebeutet haben, werden mit dem Gegenpol konfrontiert. Weil alles sucht sich irgendwann den Ausgleich. Ich habe mein Leben lang mir mein Popo aufgearbeitet. Irgendwann hatte ich einen Burnout. Da war dann einfach mal ein paar Jährchen, wo die Daniela nicht viel machen konnte, weil es der Ausgleich war. Wenn ich in einem Punkt extrem bin, dann kommt ein anderer extremer Punkt, um mich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, damit es in Balance ist. Arbeit, Erholung, ja, oder dass man das arbeitet, was einem auch Freude bereitet, aber dass man sich immer wieder Rückzugsmomente schafft. Sonst kommt irgendwann der Ausgleich. Und so ist es auch bei Materiellen. Es soll und darf ein Austausch sein von Geben und Nehmen. Und wenn Menschen mehr nehmen, sprich auch ausbeuten, statt auch zurückzugeben, wenn ich der Natur was nehme, da muss ich was zurückgeben, sonst ist es ein Ungleichgewicht. Wenn ich nur nehme und nicht gebe, dann kommt irgendwann der Ausgleich von alleine, in welcher Form auch immer. Es wird sich ausgleichen und es ist kein weltliches Gesetz, es ist ein universelles Gesetz. Und dagegen können wir Menschen nicht ankommen, weil die universellen Gesetze über den weltlichen stehen. Das Höhere bestimmt das Niedere. Und deswegen werden wir lieben kleinen Menschlein, wie ich uns jetzt mal liebevoll nenne, nicht weiterkommen, wenn wir weiterhin begrenzt materiell denken. Es ist wichtig, geweitet spirituell zu fühlen. Weil auch Geld ganz, ganz viel mit den Gefühlen zu tun hat. Und wenn, wie gesagt, die Ausbeute stattgefunden hat, wird hier der Ausgleich kommen und Menschen, die ausgebeutet haben, dürfen das, was sie genommen haben, wieder zurückgeben. Im Gegenzug aber auch Menschen, die ausgebeutet wurden und auch die Natur, die ausgebeutet wurde, bekommt jetzt wieder was zurück. Also auch wenn du in der Vergangenheit das Gefühl hattest, du hast immer mehr gegeben und du hast nichts bekommen, sei es emotional oder auch materiell, sei dir bewusst, dass der Ausgleich zurückkommt. Aber sei auch bereit, dich dafür zu öffnen und anzunehmen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich hatte das Gefühl, ich habe mein Leben lang gegeben, investiert und habe dann aber auch gesagt, so irgendwas war immer in mir, so nee, passt schon, ne? Also so jetzt mal annehmen, nee, damit habe ich jetzt ein Problem, da fühle ich mich jetzt irgendwie schlecht. Ja, deswegen dürfen wir auch, wenn dieser Ausgleich kommt, mehr und mehr die Arme aufmachen und sagen, vielen Dank. Und das Wichtige ist nämlich beim Geldfluss, aus welchem Gefühl es zu dir kommt.
Deswegen, wenn ich zum Beispiel was verkaufe auch, es kommt mir nicht darauf an, möglichst viel dafür zu bekommen. Es kommt mir darauf an, mit welchem Gefühl es mir der andere gibt und ob da Gefühle im Spiel sind. Guck mal auf meine Wohnung. Nicht jeder, der die haben wollte, war da emotional daran interessiert. Es war mehr so, ja, gute Kapitalanlage, ja, gute Lage oder pipapo. Ja, könnte ich mir vorstellen zu investieren. Und dann habe ich gesagt, nö. Nö, das reicht mir nicht. Es geht mir nicht nur ums Geld. Es geht mir um die Liebe, die mit dem Geld fließt. Ich nehme lieber ein paar tausend Euro weniger und bekomme es dafür aus liebevolle Hände. Weil das Geld, das aus Liebe zu mir geschickt wird, fließt auch in Liebe und aus Liebe weiter. Geld, das aus und von der Liebe zu mir kommt und Dankbarkeit, das ist kein Ballast für mich, sondern eine Bereicherung. Geld, das aus der Liebe kommt, aus der Fülle, nicht aus der Angst, sondern aus dem Mangel, aus dem Verstand, der nur anlegen und investieren möchte. Das hat einen viel höheren Wert. Und auch wenn man im ersten Moment denkt, es sei dumm, vielleicht Dinge günstiger herzugeben, man zahlt immer einen Preis. Und den emotionalen Preis, den wir zahlen, ist weitaus schmerzhafter als der materielle. Der emotionale Wert, die Gefühle, die mit dem Geld fließen, die dürfen wir berücksichtigen. Wenn ich jetzt auch Beraterin bin und ich mache euch Versprechungen und ich sage hier 5 Coachings bei mir und keine Ahnung, ihr seid total reich und ihr seid alle sorgenlos und was weiß ich. Wenn ich das sagen würde und dafür, sagen wir mal hier, gib mir einfach 10.000 Euro und dann seid ihr alle sorgenlos nach 5 Sitzungen. Sagen wir mal, da fallen ein paar Leute drauf rein. Ja, dann mache ich das ein bisschen. Erwirtschafte mein Geld, denke mir so, hoch, ist das ja cool. Sind die alle doof? Und auch wenn die am Ende vielleicht doch nicht alles haben, ist mir egal, ich habe meine 10.000 Euro. So dürfen und so sollen wir nicht denken, weil die Enttäuschung der Menschen, die sich mehr erwarten, sich auf uns überträgt und es uns belastet. Und Geld, das aus manipulativen Werkzeugen heraus zu uns fließt, damit haben wir keine Freude. Weil wir dann genau mit dieser Energie einkaufen und genau das anziehen, was wir aussenden. Wenn wir aus der Liebe geben, empfangen wir mit der Liebe. Und wenn wir mit der Angst in die Welt gehen, dann ernten wir auch die Angst und bekommen Geld, das angstbehaftet ist. Also da nochmal kurz zur Erklärung. Für mich ist es so, dass Angst immer dem Verstand zugeordnet wird, ja, der aus dem Mangel heraus was erwirtschaftet. Und Liebe ordne ich der Seele zu, die aus der Fülle erwirtschaftet. Ja, also alles, was aus der Angst, aus dem Mangel erschaffen wurde wirtschaftlich, damit wurde ja mehr zerstört als aufgebaut, das wird wegbrechen und es macht uns nicht glücklich. Und alles, was aus der Seele, aus der Freude der Seele, aus der Liebe erwirtschaftet wird, das behalten wir, das wird Bestand haben und das macht uns auch wirklich in der Seele glücklich. Und dann passieren die Geschäfte auch auf Seelenebene.
und nicht auf der Verstandesebene, wo es nur um das Materielle geht. Und deswegen, es wird der Tag kommen, wo es der ein oder andere fühlen wird, aus welcher Energie erwirtschaftet wurde. Und da darf jeder für sich selber beantworten, ob das aus der Liebe oder aus der Angst war. Weil häufig ärgern wir uns auch, wenn wir irgendwo verlieren, ja, wenn wir Geld verlieren, wenn wir nicht das bekommen an Geld, was wir wollten. Und in Wahrheit ist das aber ein Segen, weil unsere Seele sagt, ich möchte das nicht annehmen. Ich nehme das nicht an, weil das ist Geld, das aus dem Mangel kommt. Das möchte ich nicht, weil das ist wertlos. So denken unsere Seelen. Ja, und deswegen sei auch dankbar, wenn du in der Vergangenheit für irgendwas keinen materiellen Austausch bekommen hast oder das materiell nicht das bekommen hast, was du wolltest. Es war im Nachhinein betrachtet ein Segen, weil es hätte dich belastet und es hätte dich nicht glücklich gemacht. Und das ist eben was wir total unterschätzen, was eben dieser Besitz materiell oder auch im Immobilienbesitz, was das für eine Last für uns Menschen ist, wenn es nicht aus der Fülle, aus der Liebe kommt. Und da das in der Vergangenheit noch gar nicht so möglich war, meistens aus der Liebe, aus der Fülle was zu bekommen oder auch zu geben, ist entsprechend unsere Wirtschaft aufgebaut und auch viele unserer Häuser, Wohnungen, Immobilien und auch Kaufhäuser, weil da geht es ja überall meistens nur um das materielle Geld. Und deswegen, egal wo ihr hingeht und wenn ihr was kauft, ja, wenn es von Menschen ist, die der Liebe reinstecken oder reingesteckt haben, dann kauft denen ruhigen Gewissens etwas ab, weil das ist gut investiertes Geld. Dafür bekommt ihr gute Energie zurück und dann werdet ihr auch wieder was bekommen. Weil nämlich das Wichtige beim Geld ist auch zu erkennen, Geld ist Energie. Hinter dieser Energie stecken Gefühle. Die guten Gefühle oder die nicht so guten Gefühle, sage ich jetzt mal ganz salopp. Die Gefühle aus dem Verstand, die Angst, oder die Gefühle aus der Seele, die Liebe. Und diese Energie steckt in dem Geld. Und das ist es, was wir berücksichtigen dürfen. Und das ist es aber auch, was fließen möchte, weil Energie möchte immer fließen. Energie möchte nicht gehortet werden, Energie möchte fließen. Deswegen habt keine Angst, Geld, das ihr habt, herzugeben. Mit Liebe zu geben, an liebevolle Menschen zu geben, die nachhaltige Produkte produzieren oder die aus der Seele etwas erschaffen, nicht aus dem Verstand. Das wird alles doppelt und dreifach zu euch zurückkommen, wenn ihr es aus dem Herzen gebt. Habt keine Angst, da was zu geben, denn ihr werdet es dann zurückbekommen. Habt keine Angst vor dem Mangel, weil der Mangel kommt aus dem Verstand. Der Mangel muss anhäufen. Der Verstand hat niemals genug, weil er gierig ist. Wenn du aus und mit der Seele wirtschaftest und erwirtschaftest, hast du den Halt und die Sicherheit in dir und du hast nicht das Mangelgefühl, das niemals satt oder gesättigt sein wird. Menschen, die aus dem Verstand erwirtschaften, werden niemals satt sein, weil der Verstand immer im Mangel ist. Der Verstand sagt immer, du hast zu wenig. Wenn du das hast, dann hast du genug. Dann hast du das, dann hast du immer noch nicht genug. Es geht immer höher, weiter, mehr, teurer, luxuriöser. Mehr, mehr, mehr. Die innere Leere zwingt den Menschen, der in den Verstand gewandert ist, immer mehr dazu, mehr und mehr und mehr und mehr zu brauchen. Und dieses mehr und mehr und mehr im Außen, ein materielles Mehr, macht immer deutlicher die innere Leere. Und der Mensch, der aus der Seelenanbindung heraus, aus der Liebe Bewusstsein hat und weiß, alles, was ich gebe,
aus der Liebe zu liebevollen Menschen kommt zu mir zurück. Alles, was ich investiere in gute Dinge, kommt zu mir zurück. Nichts ist verloren, wenn ich es aus und mit der Liebe gebe. Und diese Menschen dürfen und sollen in Zukunft auch reich werden, weil wir niemandem etwas wegnehmen, wenn wir reich werden. Es ist nur unser Verstand, der gefühlsbetonten Menschen häufig sagt, du darfst nicht reich werden, weil das ist schlecht, du nimmst anderen was weg. Da gibt es Menschen, die haben gar nichts und wenn du jetzt reich bist, nimmst du denen was weg, ja, dann haben die noch weniger. Das ist totaler Blödsinn, weil für jeden genug vorhanden ist. Und es darf sich die Materie, das Materielle umverteilen, ja, auch von den verstandesorientierten Menschen, die sich alles genommen haben, weil die kein schlechtes Gewissen haben, hin zu den liebevollen Menschen, die auch jetzt endlich ihren Wert erkennen und auch sich geben und auch annehmen dürfen. Aber nicht das Geld aus dem Mangel, sondern aus der Liebe und der Fülle. Und es ist ganz wichtig, das zu lernen, sich auch zu öffnen, um auch empfangen zu können. Weil eben auch dann, wenn man mit der Seele verbunden ist und merkt, hey, es ist Geldfluss da oder es fließt in Liebe zu mir, eben auch keine Angst zu haben und es nicht horten zu müssen, weil dann stagniert die Energie. Und Energie, die stagniert, macht uns krank. Wenn Energie im Körper stagniert, werden wir krank. Dann haben wir eine Blockade. Also weg mit der Blockade. Und häufig blockieren uns materielle Dinge. Ich habe bei meiner Wohnung auch gesagt, meine Wohnung blockiert mich körperlich. Hä? Daniela, deine Wohnung blockiert dich körperlich? Alles ist Energie. Wir sind mit jeglicher Energie verbunden, gerade mit den Sachen, die uns gehören. Wenn die Energie zu lange zu uns gehört und nicht mehr energetisch zu uns passt, dürfen wir sie hergeben, weil sonst macht sie uns krank und belastet uns. Und wenn die Energie wieder fließt, wenn frische Energie zu uns kommt, wenn sie umverteilt wird, dann fließt auch die Energie in unserem Körper wieder. Es kann auch häufig unser inneres Feuer wieder entfachen, weil die Energie wieder in Fluss kommt. Menschen werden an der materiellen Energie ersticken im übertragenen Sinne. Es wird sie schwächen, es wird sie runterziehen, es wird sie schwer machen, weil es Ballast ist. Denkt an die Geschichte von Hans im Glück. Das ist ein schönes Märchen. Eines der wenigen Märchen, die ich meinem Kind erzählen würde. Weil es wirklich Sinn macht. Dem Moment, wo er alles an materiellen Ballast hergibt und nichts mehr hat, ist er plötzlich frei und glücklich. Nur eben, dass wir lernen dürfen, nicht nur einfach alles herzugeben und zu sagen, so, wir leben jetzt in Armut, sondern auch zu sagen, ich empfange jetzt. Weil gerade empathische, gefühlvolle Menschen lernen dürfen, Geld anzunehmen, weil wir damit auch sinnvolle Sachen machen. Und zwar nicht aus dem Verstand, der für sich immer alles möchte, sondern aus der Seele, die auch an andere denkt, die auch an die Natur denkt, an unseren Planeten. Weil das ist unsere Heimat. Die Erde ist unsere Heimat. Und die haben wir ausgebeutet. Und es ist an der Zeit, wieder zurückzugeben. Und der Ausgleich, der kommt. Und eben dadurch, dass wir aus dem inneren Mangel heraus so viel aufgebaut haben in der Welt, ja, könnt ihr euch vorstellen, je größer und je mehr und je erfolgreicher im Außen, umso labiler und umso leerer innerlich. In der Zukunft werden Menschen
die aus der Seele heraus wirtschaften, auch glücklich sein. Fülle innen und Fülle außen. Nur in der Vergangenheit haben häufig Menschen, also in Zukunft wird es so sein, aber in der Vergangenheit haben häufig Menschen ohne innere Fülle äußere Fülle kreiert. Und das wird aber so in Zukunft auch nicht mehr möglich sein, weil sich die Energie auf dem Planeten verändert. Also in der Vergangenheit konnten wir aus Gefühlen der Angst, sagen wir mal nach dem Krieg, ja, alle Angst, Schmerz, Panik, da war nicht, ach ja, ich baue jetzt aus der Liebe was auf, ne, da haben wir aus der Angst aufgebaut, war ja klar, dass da keiner sagt, so schön, und jetzt bauen wir uns mal aus der Liebe was auf. War ja jeder traumatisiert und voller Trauer und Schmerz und Wut. Aus diesen Gefühlen haben wir uns unser Land aufgebaut. Und aus dem Verstand, der sagt, okay, wir hatten nichts, jetzt brauchen wir Geld, wirtschaftlichen Wachstum. Das ist wichtig, das brauchen wir, das gibt uns die Sicherheit, die uns im Außen weggenommen wurde. Und das war in der Vergangenheit möglich zu tun, weil wir Menschen uns von der Seele entfernt hatten und im Verstand gewandert sind und mit dem Verstand und eben auch den Verstandes erzeugten Gefühlen, die alle der Angst entspringen, Angst, Schmerz, Wut, alles aus dem Verstand. Damit haben wir uns unser Land und unser Leben aufgebaut. Und diese Gefühle wirken und herrschen und dominieren noch aktuell. Jetzt ist es aber so, dass die Seelen mehr und mehr im Menschen Einzug halten, zurückkehren und die dann sagen, ja, du wohnst hier in einem Haus, du denkst, du bist glücklich, aber das passt energetisch nicht zu dir. Ja, entweder wir lassen es jetzt einstürzen, abbrennen oder du lässt dich scheiden, dann fällt es weg von dir. Irgendwie holt dich dann die Seele aus dem Haus. Dein Köpfchen denkt vielleicht im ersten Moment noch, oh, mir hat es doch da gefallen, was soll das jetzt? Aber deine Seele weiß, dass es dir nicht gut getan hat und dass es Zeit ist, weiterzugehen. Oder eben auch, wenn materiell was wegbricht oder in welcher Form auch immer, es wird umverteilt werden. Sei dir sicher, es ist immer zu deinem Besten und zum Wohle der ganzen Menschheit. Ja, weil egal, ob das jetzt uns Einzelne betrifft oder eben wirtschaftlich Dinge passieren werden. Alles, was einbricht, ist zugleich auch eine Erleichterung, eine Entlastung für die Welt. Weil diese Angstenergie ja auf uns auch einwirkt, weil wir alle Teil dieser Welt sind. Und alles, was aus Angst aufgebaut wurde, hat eine Wirkung in unserem Energiefeld. Es muss nicht alles einbrechen, aber es muss verändert werden. Ja, ich kann ja auch eine Wirtschaft umbauen. Ja, sagen wir mal, aus dem Schlachthofbetrieb kann man ja vielleicht auch was anderes machen. Wichtig ist nur eben, sich das bewusst zu machen, dass alles, was aus der Angst ist, was von der Angst lebt oder Angst erzeugt oder aus der Angst aufgebaut wurde, dass es keinen Bestand haben kann in der Zukunft. Und das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema und es gibt so viel dazu zu sagen und es ist für mich schwer, manchmal das so ein bisschen so zu erklären, dass es verständlich ist. Also ich hoffe wirklich, dass das jetzt ein bisschen rübergekommen ist. Ich wollte auch noch irgendwas sagen, wo ich jetzt aber, glaube ich, den Faden verloren habe. Ich gucke jetzt mal kurz, was der Tee dazu sagt, vielleicht finde ich dann den Faden wieder. Ich habe heute Rosenblütentee. Sprich nicht von Liebe, lebe sie. Das ist ein schlauer Satz, ja. Weil wir häufig auch von Liebe sprechen, aber sie nicht leben. Wie häufig sagen wir, ich liebe dich oder ich bin verliebt, weil wir denken, das ist Liebe. Wir denken, wir tun was aus Liebe für andere.
Schau mal, auch Menschen, die Firmen aufgebaut haben für ihre Familie als Absicherung, die sagen ja auch, ich mache das ja aus Liebe. Ich mache das ja nicht nur für mich, ich mache es ja für meine Familie, damit die ein schönes Leben haben. Nur die Frage ist auch hier, ist das Liebe oder ist es aus dem Mangel? Weil wenn was aus der Liebe ist, beginnt alles in der Selbstliebe. Und Selbstliebe hat damit zu tun, dass ich mich nicht aufarbeite. Ich habe mich früher auch aufgearbeitet und habe festgestellt, nee, das ist keine Liebe, Daniela. Und wie sollst du denn wirklich imstande sein zu lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das bewusst machen, wie lieblos vieles in der Vergangenheit war. Und auch ich habe mir in der Vergangenheit Geld aus dem Mangel, aus der Angst erwirtschaftet. Und es hat mich nicht glücklich gemacht. Und seid euch bewusst, wenn ihr so Geld habt, auch noch aktuell, es ist überhaupt kein Problem, aber gebt es her mit der Liebe. Also ich habe dann zum Beispiel wirklich das Geld genommen und habe das in was Gutes investiert. Ja, sei es jetzt für mich in etwas, was mir wirklich gut tut und hilft, oder für andere oder Produkte von Menschen, die was Gutes für die Welt tun, ja, oder mal wegzufahren, was auch immer es ist. Ja, wir müssen das Geld nicht wegwerfen und sagen, oh, da ist Angst drin. Ja, nee, gib es dann für was Gutes her und gib du es weiter mit der Liebe. Und das Geld, das du in Zukunft erwirtschaften wirst, das darf dann aus der Liebe kommen und nicht aus dem Verstand. Deswegen sage ich auch immer, ohne jetzt Menschen kategorisieren zu wollen, aber ich möchte nicht mit verstandesorientierten Menschen arbeiten. Also erstmal, die haben eh keine Resonanz zu mir. Aber da ist auch der Energiefluss ein ganz anderer. Ja, weil wenn da auch jemand kommt und sagt, ey Daniela, ich habe 1 Million, hilf mir hier. Ja, und das aber nicht aus der Liebe und aus der Fülle kommt, ich würde das Geld nicht annehmen. Die meisten denken, das ist dumm. Aber es wäre Ballast. Das ist wie energetischer Ballast. Geld, das aus der Angst, aus dem Mangel kommt. Und es ist bei, ich sage jetzt mal, überheblichen Menschen vielleicht, die häufig sehr reich wurden, aber eben nicht mit ihren Gefühlen verbunden sind. Dann kommt es immer aus dem Mangel und aus der Angst. Und dann ist es für mich keine Bereicherung, sondern dann ist es für mich ein Ballast. Und ich nehme doch keinen Ballast an. Ja, also jetzt nicht falsch verstehen, ne? Vielleicht könnte man damit dann irgendwas Schönes aufbauen, aber nicht irgendwie horten und für sich behalten und sich darüber freuen, dass es Menschen gibt mit viel Geld, die jetzt plötzlich bereit sind zu zahlen, ja, weil alle irgendwie Liebe haben wollen und Erfüllung. Ab dem Moment, wo sich vielleicht Menschen wieder öffnen und dann aus der Liebe was fließt, es ist wieder was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine. So dieses rein Rationale beim Materiellen, das ist nicht richtig. Für uns war Geld und Geschäfte und das Materielle war für uns rational. Und das ist es aber nicht. Wenn ich zum Beispiel auch ein Produkt kaufe irgendwo auf dem Markt, wo man sagt, es ist normal zu verhandeln, ich mache das auch nicht, weil wenn ich das Gefühl habe, das ist der richtige Preis, warum soll ich dann verhandeln? Wisst ihr, was ich meine? Also es ist so, dem Produkt gegenüber auch abwertend, weil ich dann sage, so, du bist es nicht wert. Aber auch, weil unser Kopf immer verhandeln möchte und immer günstiger. Und wenn ich jetzt aber jemandem was abkaufe und ich spüre, da steckt gute Energie drin, wieso soll ich dann wegen 1 Euro hin und her verhandeln? Der macht die ganze Geschäftsbeziehung kaputt. Ja, und deswegen spürt immer in euer Gefühl hinein. Ja, aber auch wenn ihr dann jemanden habt, der vielleicht Geld braucht und dann könnt ihr den runter verhandeln,
dann freut ihr euch im ersten Moment, aber das ist eine Ausbeute. Und dann ist der andere vielleicht traurig, weil er weiß, es hat mehr Wert. Und dann macht es keinen Sinn, Geschäfte zu machen. Ich hatte das auch mal, auch mit einer Fotografin. Ja? Die wollte ich für ein Event, als ich noch in der anderen Branche war, dass sie fotografiert. Und ich wollte die auch als so ein bisschen günstiger haben, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich gemerkt, so, die fühlt sich jetzt überhaupt nicht mehr wohl. Die weiß, sie verkauft sich unter ihrem Wert, aber sie ist auf das Geld angewiesen, also muss sie das machen. Und dann habe ich gemerkt, dass sie fühlt sich nicht mehr wohl. Und dann habe ich als empathischer Mensch, weil ich war auch früher als Geschäftsfrau, sage ich jetzt mal, war ich auch schon empathisch, habe ich das Gefühl, sie fühlt sich nicht wohl. Ich fühle ihre Gefühle, weil es meine Gefühle sind, weil wir eins sind, also fühle ich mich jetzt auch nicht mehr wohl. Und was ist das für ein Event, wenn eine Fotografin rumläuft, die sich nicht wohl fühlt? Das überträgt sich ja auf jeden. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich spüre, du fühlst dich nicht mehr wohl. Ich zahle dir das, was du haben wolltest. Fertig. Und es war die richtige Entscheidung. Und so dürfen wir in Zukunft alle denken, weil sich Ausbeute nie bezahlt macht. Auch wenn wir irgendwo was sparen, es kommt immer wieder zu uns zurück, wenn wir andere bewusst ausbeuten, und alles sucht sich da irgendwo auch seinen Ausgleich. So, jetzt nehme ich mal ein Schlückchen Tee, weil ich werde schon ein bisschen krakelig, meine Stimme. Und da dürfen wir auch hier ein neues Zeitalter einläuten. Oh, ich habe es direkt am Ohr. Und ihr auch, glaube ich. Achtung nochmal. Es reicht schon so ein vorsichtiges Bimmeln. Da dürfen wir ein neues Zeitalter einläuten, weil das Geld neu definiert werden darf. Ja? Also es ist so wichtig, wirklich zu erkennen, Geld ist nicht Geld. Und ich kann es gar nicht anders erklären. Geld ist nicht gleich Geld. Wenn ich 50-Euro-Schein habe aus der Angst, haben die weniger Wert, gar keinen Wert, dann sind die Ballast. Und wenn ich einen 50-Euro-Schein aus der Liebe, aus der Fülle habe, von jemandem, der mit der Seele gibt, dann hat es Wert. Nur sehen beide 50-Euro-Scheine gleich aus, aber fühlen sich nicht gleich an. Und nicht jeder Mensch fühlt es aktuell, aber es wird mehr und mehr fühlbar, und gerade eben empathische Menschen werden es mehr und mehr fühlen. Und jetzt schaue ich mal nochmal hier mein cooles Einhornbuch. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal Finanztipps gebe und es in ein Einhornbuch schreibe. Aber schaut mal, das ist ja genau das, was mehr genommen als gegeben. Ja, witzigerweise habe ich wieder genau das gesagt, was ich mir eigentlich notiert habe. Und eben das Wichtige ist, macht euch da bewusst, dass sich energetisch unser Geldsystem verändert und das auch einen Einfluss eben auf die Wirtschaft haben wird und es auch keinem Angst machen wird, wenn das ein oder andere wegbricht, weil das eben dann uns auch nicht mehr belastet. Und auch uns belastet eine große Wirtschaft, ja, die aus dem Mangel entstanden ist oder die vielleicht auch keinen Nutzen hat. Ich möchte jetzt auch keine Namen oder so nennen, aber wenn es jetzt keinen Mehrwert hat für das menschliche Wohlbefinden oder für die Gesundheit und keinen Mehrwert für die Natur, dann ist es einfach unnötig. Ja, und da gibt es viele Firmen, die mehr zerstören als aufbauen. Und es sollte zumindest sich immer die Waage halten. Ja, weil wenn ich auch Produkte habe, die den Menschen gesundheitlich zerstören und den Planeten und die Luft verschmutzen, dann hat es einfach keinen Mehrwert für niemanden, außer für den, der dann Geld erwirtschaftet. Und der wird dann am Ende des Zyklus an dieser Last zusammenbrechen und wird den Schmerz der Menschen, der Schmerz der Firma und der Schmerz der Erde spüren. Das wird kein angenehmer Schmerz. Deswegen ist es wichtig, wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt viel Geld
Und ich möchte jetzt in Zukunft was anders machen, dass man dann wirklich hergeht und sagt, ich habe keine Angst, es herzugeben, in Liebe zu geben. Und dann kann man sich sicher sein, dass es auch wieder zurückfließen wird. Deswegen sei dir immer bewusst, es zählt nicht das Geld an sich, es zählt nicht die Materie an sich, sondern es zählt immer die Energie, die dahinter steckt. Schaut mal auf mein Bild hier, das Auge. Ja, das ist jetzt kein bekannter Künstler, gar nichts. Das habe ich mal gemalt, aber aus der Liebe und aus der Freude. Da steckt gute Energie drin. Ja, also ein kunstaffiner Mensch würde sagen, das hat ja keinen Wert. Ja, was möchtest du denn dafür haben? 5 Euro? Nö, du bist ja nicht bekannt und du hast kein, es hat was nicht Kunst studiert und sieht auch nicht so schön aus. Es hat keinen Wert. Ja, aber ein fühlender Mensch würde sagen, wow, das hat einen Wert, weil da steckt gute Energie drin. Ja, und deswegen seht nicht nur das Materielle, weil was wichtiger ist, ist das, wie es sich anfühlt. Wenn ich einen schönen Menschen als Partner habe, der wunderschön aussieht, einen tollen Körper, ein tolles Gesicht, aber ich emotional nicht mit dem Menschen auf einer Ebene bin, was hat das für einen Wert? Ja, ein perfektes Äußeres, wenn ich keinen Spaß mit dem Menschen habe. Und so dürfen wir uns auch mal die Frage stellen, welchen Wert hat das Geld wirklich? Und welchen Wert, welcher emotionale Wert steckt dahinter? Und welche Gefühle fließen mit dem Geld zu und von uns? Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ganz, ganz entscheidend, immer die Energie zu fühlen, die hinter der Materie steckt. Und da ist eben das Geld ja ein ganz wichtiges Thema. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel mit Geld zu tun hast, ja, oder einkaufen gehst und dann sagst, oh, jetzt muss ich das, oh, das hat 50 Euro gekostet, oh, das war jetzt teuer, dann gibst du es mit der Mangelenergie her und was du gibst, bekommst du zurück. Wenn du es aus der Fülle gibst, bekommst du Fülle zurück. Aber vielleicht sollte ich da auch nochmal ein extra Video machen, Thema Geldfluss, ja, und wie man auch materiell, wie man seine Liebe materialisieren kann, sage ich jetzt mal, weil das dann automatisch kommt, wenn wir unseren Seelenweg gehen, ja, weil deine Seele möchte nicht, dass du irgendwie vielleicht ein erfolgreiches Imperium aufbaust, einfach nur um Geld zu bekommen, sondern deine Seele möchte mit der Tätigkeit Geld erwirtschaften, warum sie hier ist. Ja? Also deine Seelenaufgabe wird sich materialisieren aus der Freude, aus der Liebe und nicht aus dem Verstand, aus dem Mangel, der alles planen muss und oh, wie kann ich denn das und da brauche ich das und das. Da dürfen wir auch viel Glaubenssätze noch über Bord werfen und sei dir auch sicher, dass wenn du in der Vergangenheit Liebe in die Welt gegeben hast, und noch nicht den Ausgleich bekommen hast, dass der Ausgleich eines Tages kommen wird, wenn du dich öffnest. Wenn du dich schließt, kannst du nicht annehmen. Und beim Geld ist es ganz wichtig, dass die Balance zwischen Geben und Nehmen besteht. Und wenn die nicht Bestand hatte, dann kommt eben der Ausgleich. So wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, wenn ich zu viel arbeite, dann kommt irgendwann das Burnout, der Ausgleich. Wenn ich zu viel genommen habe, dann wird mir irgendwann viel genommen. Wenn ich viel gegeben habe, dann wird mir irgendwann auch viel gegeben. Und deswegen sei dir bewusst, dass ich deine Liebe, die du in die Welt und in deine Mitmenschen investiert hast und in dich natürlich auch, diese Liebe wird sich eines Tages materialisieren. Und dann sind es schöne Produkte, liebevolle Produkte, liebe Menschen, die dir Liebe zurückschenken und Geld, das aus und mit der Liebe zu dir fließen wird. Und dann hat das Ganze einen wundervollen Wert und ist kein Ballast, sondern ist etwas, wo wir wundervolle, neue, schöne Dinge aufbauen werden. Aus der Liebe, aus der Seele und nicht aus dem Verstand, aus der Angst. Ja, das ist so eine schöne Zukunftsprognose.
Weil schaut mal, das vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, als früher Geld auch erfunden wurde, sage ich jetzt mal, glaube ich nicht, dass es eine Erfindung der Seelen war, sondern ich glaube, es war eine sehr verstandesorientierte Erfindung, wo vielleicht auch eine gewisse Art von Angst schon mit dabei war, gewisses Machtdenken und gewisse Mangelgefühle mit reingegeben wurden. Und diese Energie wirkt auch noch bis heute im System Geld, in unseren Geldscheinen. Und als spüriger Mensch hat man da manchmal so eine Ablehnung, weil man noch fühlt, wo die Ursache steckt quasi. Ja, also ich sage jetzt mal, also, und das kriegt man auch nicht aus dem System raus. Ja, wenn ich jetzt einen Namen sage aus unserer Geschichte, ja, dann sagen plötzlich alle, oh Gott, oh Gott. Ne? Weil wir das noch so tief in uns die Ängste sitzen haben und dann auch unsere Kinder nicht mehr bestimmten Vornamen geben würden, weil wir sagen, oh mein Gott, nee, das kann ich ja meinem Kind nicht antun. Ja, so tief sitzen solche Prägungen in uns. Und deswegen ist es wichtig, da immer an den Ursprung zurückzukehren, um zu sagen, okay, Geld ist nicht schlecht, Geld ist nicht böse. Geld wurde nur fehlinformiert. Das ist noch ganz entscheidend zum Abschluss. Geld wurde mit einer falschen oder nicht so nahrhaften Energie gespeist, informiert, programmiert. So wie auch unsere Köpfe auch mit unseren Gedanken oder von den Gedanken der anderen programmiert wurden. Und wir können diese Gefühle entfernen aus dem Geld und die Liebe reingeben und dann hat das Geld auch wieder einen Wert für uns. Und dann ist es auch nicht mehr schlecht und dann können wir auch alle negativen Anhaftungen, die damit einhergehen, loslassen und löschen. Und dann können wir alle auch in Fülle, auch in materieller Fülle leben. Und eben um solche Traumatisierungen, nenne ich es jetzt mal, aufzulösen, ist es immer wichtig, an die Ursache zurückzukehren und das Ganze dort zu lösen. Und das war es jetzt zum Schluss. Es ist jetzt wieder ein bisschen lang. Uiuiuiui, diesmal ganz schön lang geworden. Aber es ist auch ein wichtiges Thema und daher könnte ich noch eine Stunde sprechen. Aber wer weiß, was mein Einhornbuch das nächste Mal dazu noch zu sagen hat. Und ich wünsche dir auf deinem Weg, auf deinem Seelenweg, dass dir ganz viele Einhörner über den Weg springen, dass du dein Verhältnis zu Geld optimierst, positiv gestaltest und negative Glaubenssätze diesbezüglich auflöst. Und auf diesem Weg, auf deinem Seelenweg, darf dir wie immer völlig egal sein, was andere über dich oder dein Leben denken. Denn wichtig ist, wie du dich fühlst.